Hallo, ihr fabelhaften Skorpiongeborenen und Skorpion-Aszendenten. Ganz herzlich willkommen zum Liebeshoroskop für den April 2017. Mein Name ist Antonia Langsdorf und ich möchte euch durch die Konstellationen des Monats führen. Bis zum 21. April bringt Mars jede Menge kosmische Energie in euer Partnerhaus. Es knistert gewaltig, aber auch das Streit- und Konfliktpotenzial ist erhöht. Zeigt euch lieber erotisch erregbar, statt euch aufzuregen und zu streiten, dann habt ihr mehr davon. Bevor ich näher auf die Konstellationen eingehe, hier noch der Hinweis, dass es auch diesmal wieder etwas bei mir zu gewinnen gibt und mehr dazu am Ende des Videos. Also bleibt dran. Jetzt schauen wir uns die langfristigen Aspekte an, die auf euch wirken. Da ist immer noch der Neptun, der Romantikplanet, im sehr schönen Aspekt zur Skorpionsonne, steht für euch im fünften Haus der Liebe und Sexualität, der Lebensfreude und bringt für viele Skorpione eine erhöhte Sensibilität in diesen Themen. Ich habe es ja schon öfter erwähnt, für mich ist das der Tantra-Aspekt, denn Neptun steht auch für Spiritualität und das fünfte Haus, da findet ja Sexualität, also Spaß am Sex statt. Und dann kann sich das verbinden, wenn man eben Sex hat und dabei auch die spirituellen Energien wieder erneuert, diese regenerative Kraft des Tantra. Das ist dann für euch interessant. Viele Skorpione wissen das sowieso schon und üben sich darin schon lange, aber diejenigen, die sich damit noch nicht beschäftigt haben, für die ist das weiterhin ein sehr interessantes Thema. Und diesen Aspekt spüren in diesem Monat besonders die Geburtstagskinder, die zwischen dem 3. und 8. November Geburtstag haben. Ebenfalls sehr gut für euch steht euer Herrscherplanet Pluto. Der steht ja hier im Steinbock und damit in einem schönen harmonischen Aspekt zur Skorpionsonne. Das werdet ihr sicher recht angenehm bemerken, dadurch, dass ihr mehr Tiefe bekommt, eine große Überzeugungskraft bekommt. Und viele von euch wissen so richtig aus dem tiefsten Inneren heraus, wo es für sie lang geht oder haben sich gefunden und können darüber auch gut reden. Jetzt steht aber der Pluto ja diesen Monat in einem sehr harten Aspekt zu Jupiter und da kann es dann sein, dass ihr vielleicht manchmal etwas verstiegene Ideen habt. Jupiter steht für euch im 12. Haus der Spiritualität. Vielleicht hat der ein oder andere Skorpion die Neigung, sich da ein bisschen sehr reinzuflüchten oder meint vielleicht Impulse zu bekommen, die jetzt doch nicht so ganz stimmen. Also ihr solltet da einfach ganz entspannt bleiben und euch nicht durch irgendwelche seltsamen Eingebungen verwirren lassen. Ja? Und außerdem kann es eben auch bedeuten, dass jemand, durchaus auch jemand, der es gut mit euch meint, sozusagen aus dem Hintergrund oder ein geheimer Freund vielleicht sich aus Versehen bei euch in etwas einmischt und das kann dann zu unguten Entwicklungen in der Partnerschaft führen. Also auch da wäre ich vorsichtig an eurer Stelle, was ihr da zulasst. Aber gut, die Skorpione neigen ohnehin nicht dazu, anderen zu gestatten, sich einzumischen in ihre Angelegenheiten. Vielleicht ist das für euch alles halt nur halb so wild. Es ist eher so, dass die Skorpione dazu neigen, sich teilweise unrealistische Vorstellungen von einer Sache zu machen. Und dieses Unrealistische, das wäre damit begünstigt. Vielleicht habt ihr euch verliebt und habt Ideen von so einer Beziehung, die dann einfach doch nicht stimmen. Also da heißt es dann immer schön auf dem Teppich bleiben. Und diesen Aspekt spüren jetzt besonders die Geburtstagskinder, die zwischen dem 10. und 14. November Geburtstag haben. Und dann ist ja die Venus rückläufig und läuft zurück in die Fische und damit in einen schönen Aspekt zu euch. Und wird dann in den Fischen stationär. Das heißt, sie läuft da wie ein langsam laufender Planet, sehr langsam, bleibt beinahe stehen sozusagen am Himmel und entfaltet eine besonders starke Wirkung. Und zwar aus den Fischen heraus, das ist ab dem 3. der Fall. Das ist sehr angenehm für viele Skorpiongeborene, weil es eben auch das fünfte Haus der Liebe und der Sexualität ist, aber mit einem harten Aspekt hier auf den Saturn, der für euch im Geldhaus steht. Und eventuell kann das eine Situation anzeigen, wo eben finanzielle Probleme zwischen euch und eurem Liebesglück stehen. Und diesen Aspekt spüren in diesem Monat besonders die Geburtstagskinder, die vom 24. bis 27. Oktober Geburtstag haben. Gehen wir jetzt zu den aktuellen Konstellationen. Am 28.03. ist ja der Neumond, der dann für den April das Thema vorgeht. Und der steht für euch im Haus der
Arbeit des Arbeitsalltags, also da geht es dann darum, Neuanfänge am Arbeitsplatz zu realisieren. Das ist ja schon lange ein Thema für die Skorpione, weil die eben Uranus hier haben. Technische Neuerungen am Arbeitsplatz heißt das für viele. Und für manch andere geht es auch um die Gesundheit. Also denkt mal drüber nach, was ihr da in den nächsten 4 Wochen entsprechend unternehmen wollt. Der Monat startet denn auch weiterhin mit vielen Planeten bei euch im Haus des Jobs. Also die Sonne steht da, das heißt wahrscheinlich habt ihr sehr viel zu tun. Die Venus steht Anfang auch noch drin, die rückläufige. Kann also auch sein, dass sich im Job vielleicht Entwicklungen verlangsamt haben, dass Pläne zum Erliegen gekommen sind. Das kann eben auch sein mit der rückläufigen Venus. Aber regt euch da nicht auf, da müsst ihr am Ball bleiben, weil weiterhin geht da viel Energie rein in euren Joballtag. Für euch ist es eher so, dass eine bestimmte inspirierte Liebe euch ablenkt von Jobstress und Alltagsstress. Genau. Dann haben wir den Merkur im 7. Haus. Der steht so, dass man eigentlich ganz gut am Anfang des Monats zumindest noch Gespräche führen kann, bis er dann am 10. rückläufig wird und es eher zu Missverständnissen kommen kann. Aber bis dahin könnt ihr euch gut austauschen, nur eben, weil der Mars auch da steht. Hier und gewisse Konflikte anzeigt, müssen natürlich aufpassen, dass Gespräche nicht in Streitgespräche ausarten. Genau, und dieser Mars, der steht noch bis zum 21. in Opposition, also hier in eurem Partnerhaus. Und das betrifft bis zum 8. April die 2. Dekade der Skorpione und bis zum 22. die 3. Dekade. Das heißt, da seid ihr dann schon auch reizbar. Es ist eben auch eine leidenschaftliche Konstellation, habe ich ja am Anfang gesagt. Viel Knistern, auch für Skorpion-Damen, interessante Verehrer, aber eben auch eine Neigung zu Streitereien. Ne? Und wenn ihr das dann eher in eine erotische Energie umleiten könnt oder in eine leidenschaftliche, dann ist das besser für euch. Ne? Am 3. Wird ja dann geht die Venus dann zurück wieder in euer 5. Haus, in die Fische. Das ist erstmal gut für euch. Und der 3. ist dann auch gleich ein Top-Tag. Da könntet ihr romantische Pläne machen, aber immer mit Vorbehalt. Also immer möglichst, bis die Planeten alle wieder direktläufig sind. Die Venus am 15. und der Merkur, der wird ja am 10. wieder rückläufig und dann am 3. Mai wieder direktläufig. Also romantische Pläne ja, aber damit rechnen, dass sich da auch nochmal was dran ändert. Aber ist auf jeden Fall ein schöner Tag für euch. Dann wird es sehr interessant, dass der Mars dann so ab dem, so ab dem 3. läuft er in einen positiven Aspekt hier zu eurem Herrscher Pluto rein, was euch wahrscheinlich eine große Power geben wird, eine große Überzeugungs- und Verführungspower, weil hier der Pluto im 3. Haus, das ist so halt, dass man die richtigen Worte findet, vielleicht auch Verbalerotik, um jemanden um den Finger zu wickeln. Also da ist jedenfalls ganz, ganz heißes Liebesgeflüster in der Luft oder ihr lernt hier jemanden kennen, der euch, also da wirkt ihr jedenfalls sehr betörend auf euer Gegenüber. Wenn euch nicht irgendjemand hinterrücks, der es vielleicht sogar gut mit euch meint, irgendwie dazwischen grätscht. Da müsst ihr halt aufpassen. Aber wie gesagt, als echter Skorpion steht ihr euch, wenn überhaupt, dann wahrscheinlich nur selbst im Wege, indem ihr plötzlich Gedanken, merkwürdige Vorstellungen habt oder euch Gedanken macht, dass irgendwas nicht stimmen sollte und vielleicht wieder die Flöhe husten hört. Das würde ich euch zutrauen. An sich ist das ein super Aspekt für euch. Und der dauert noch bis zum 7. ist das noch exakt, dieses schöne Trigon zu Pluto. Genau, und ab dem 7., am 7. ist dann auch wieder ein Top-Tag für euch. Unterstützung von Freunden hier, vielleicht auch ein Freund als Seelenpartner oder vielleicht entdeckt ihr eben auch, dass jemand, mit dem ihr befreundet seid, mehr ist als nur ein Freund. Dann beginnt aber ja auch diese kritische Phase, wo dann die Sonne diese Spannung zwischen Jupiter und Pluto anheizt und das kann eben auch sein, dass es da Intrigen am Arbeitsplatz gibt. Weil hier Jupiter wäre ja auch jemand, der eventuell aus dem 12. Haus, also aus dem Hintergrund agiert. Und nochmal, Jupiter ist ja eigentlich immer wohlmeinend, aber auch wohlmeinende Leute können jetzt Dinge tun, die sich für euch als Nachteil erweisen. Und es kann dabei auch ums Geld gehen, das wäre Saturn im Geldhaus. Aber hier der Pluto steht ja
Für euch im dritten Haus, also kann tatsächlich darum gehen, dass man vielleicht indem man was Falsches sagt, einen Skandal auslöst. Und eure Worte hier, ne, Mars, Pluto, die wirken halt auch sehr stark. Also ihr könnt das einsetzen für die Liebe, aber ihr müsst aufpassen, dass ihr euch beruflich nicht damit schadet, was ihr sagt. Oder dass auch vielleicht euch auch jemand anders nicht durch üble Nachrede schadet. Ne? Und wenn ihr euch dann streitet und dagegen vorgehen wollt, dann kann es eben passieren, dass das die Sache nur noch schlimmer macht. Ich würde es erstmal abwarten, bis dieser Aspekt sich wieder abschwächt, so nach der Mitte des Monats und würde dann eventuell ab dem 3. Mai, wenn der Merkur wieder direktläufig ist, dann gucken, dass man dann nach einer Klärung sucht. Ist ja ganz gut, dass wir Osterferien haben. Es kann also sein, dass diese ganze Arbeitsgeschichte für euch gar nicht so akut wird, weil ihr in der Zeit gar nicht im Job seid. Das wäre natürlich dann ganz gut eigentlich für euch. So, wo war ich stehen geblieben? Ja, dann haben wir am 11. ja den Vollmond. Auch der beleuchtet wieder dieses gleiche Thema. Arbeitsplatz, vielleicht auch Gesundheit. Mit Uranus kann es auch sein, dass ihr ein bisschen nervös seid. Das könnte eventuell auch nochmal eine Maßnahme sein. Dann empfehle ich übrigens Vitamin B. Falls ihr das noch nicht nehmt, nehmt mal Vitamin B. Das würde euch in diesem Monat bestimmt gut tun. Aber auch hier wieder aufpassen, dass man nicht indem man sich verteidigen will, Öl ins Feuer gießt. Ne? Ja, dann genau. Und der Vollmond bringt aber vielleicht auch eine Erkenntnis darüber, welche Maßnahmen hier für eure Gesundheit oder auch Erneuerung am Arbeitsplatz funktionieren könnten. Aber mit dem rückläufigen Merkur würde ich da trotzdem den Ball flach halten und erstmal nicht groß drüber reden. Ab dem 3. Mai, wo es sowieso wieder entspannter ist, alles könnt ihr dann eure Ideen auch präsentieren. Und dann kommt eben dieses andere Quadrat. Das ist dann am 15. Da wird die Venus dann stationär, also praktisch wieder direktläufig, aber steht ein paar Tage in den gleichen Graden und bildet dabei eben diese Spannung hier zu Saturn mit Chiron. Da könnten Gefühle verletzt werden, könnt ihr euch durch eine Sache in eurem Selbstwertgefühl auch verletzt fühlen vielleicht. Oder kann auch sein, dass ein schöner Plan, ein schöner kreativer Plan hier nicht umgesetzt werden kann, weil das Geld nicht da ist. Oder eben auch vielleicht, dass ihr da ein Gerangel habt, dass ihr das Gefühl habt, der andere sollte aber bezahlen, der andere findet, ihr solltet aber bezahlen. Also solche Sachen, wenn es darum geht, dass man was Schönes vorhat, was aber Geld kostet, sollte man dann vorher direkt klären, ob das klappt, ob man genug dafür hat, ob man da entspannt rangehen kann. Auf jeden Fall ist mit diesem Quadrat damit zu rechnen, dass da irgendein Gefühl von Mangel aufkommt. So, dann haben wir ja am 19. den Übergang von der Sonne abends spät in euer Partnerhaus in den Stier. Das ist super, die geht dann 4 Wochen durch euer Partnerhaus und aktiviert also alle Begegnungschancen nochmal und bringt da nochmal richtig Licht und Leben rein. Das ist auf jeden Fall eine schöne Zeit für euch, um Leute kennenzulernen oder eben auch, wenn ihr in einer festen Beziehung seid, um mit eurem Schatz was zu unternehmen, wo ihr gemeinsam auf Leute trefft. Vielleicht im Freundeskreis oder durch Unternehmung. Das ist wirklich eine schöne Zeit dann, wenn die Sonne im Stier steht. Allerdings habe ich auch beobachtet, dass für manche Skorpione dann eben auch häufiger gestritten wird, weil es ja natürlich auch eine Opposition ist, also schon eine Spannung. Und dann ist es eben immer sehr wichtig, dass man was unternimmt, was Spannung abbaut. Also entweder viel Sex haben, das hilft dafür immer sehr gut. Oder eben wirklich auch in Ruhe reden, wenn es Probleme geben sollte, damit ihr die Zeit eher genießen könnt in Form von Begegnung und Aufregung, als dass es zu Streitereien kommt. Das wäre ja schade. Dann haben wir am 21. den Übergang vom Mars in die Zwillinge. Der geht dann für euch in das Haus der Ehe und der festen Beziehung. Also da kann es dann auch noch mal zu Querelen kommen, was in festen Partnerschaften oder vielleicht auch was so gemeinsame Abmachungen und Verträge angeht. Kommt aber vielleicht auch neuer Schwung rein, je nachdem. Und das ist erstmal in der ersten Dekade dann für den Rest des Monats. Dann haben wir einen Top-Tag, zwei Top-Tage, nämlich das Wochenende vom 22. und 23. April. Ja, das ist einfach schön, weil der Mond hier dann diese schöne Stellung mit Neptun auslöst. Und vielleicht solltet ihr, das heißt also, habe ich ja gesagt, ne, die Tantra-Konstellation. Und da solltet ihr dann vielleicht wirklich gucken, dass ihr euch da Zeit zu zweit nehmt. Und wenn ihr nicht zu zweit seid, dass ihr was Tolles, Kreatives tut,
was euch Freude macht oder eurem Hobby nachgeht. Oder Neptun ist ja so eine sanfte Energie, vielleicht Yoga-Retreat oder Yoga-Wochenende, irgend so was Schönes, womit ihr euch was Gutes tut. Aber es kann auch sehr gut was Künstlerisches sein. Dann haben wir den Neumond, der ist ja am 26. und der fällt jetzt auch wieder bei euch ins Partnerhaus. Das heißt, für euch ist eigentlich oder sollte eigentlich der Mai ein Wonnemonat werden, weil dann der ganze Monat unter dem Motto Begegnungen steht. Die Begegnung mit neuen Leuten oder die neue Begegnung, den Partner in einem neuen Licht sehen. Also auf jeden Fall der Austausch wird da groß geschrieben bei euch. Und deswegen könnt ihr zu dem Neumond schon mal drüber nachdenken, wie ihr den Mai so gestalten wollt, dass ihr viele Leute trifft, dass ihr also möglichst rausgeht, dass ihr da was erlebt in der Begegnung. Das wäre schön für euch. Dann haben wir am 28. noch eine interessante Konstellation. Hier Merkur-Uranus, zündende Ideen vielleicht für euren Job, für diese Geschichten, die ich vorhin angesprochen habe. Aber die solltet ihr nochmal geheim halten bis zum 3. Mai, wenn der Merkur direktläufig wird und dann erst präsentieren, weil sie sich eventuell nochmal revidiert werden müssen, je nachdem. Na, Ideen nochmal überprüfen, genau. Und dann habt ihr noch einen Top-Tag zum Tanz in den Mai. Da habt ihr nämlich auch, der Mond steht ja dann im Krebs, steht schön für die Skorpione. Und von daher werdet ihr da, wenn ihr da losziehen wollt, bestimmt auch viel Spaß haben. Soweit eure Sterne. Jetzt möchte ich noch darauf hinweisen, dass ihr am 24. zu mir in meinem Webinar kommen könnt, Antonias Sterne. Da beantworte ich Fragen zu eurem Horoskop. Es wäre eine gute Möglichkeit, falls ihr mal was Bestimmtes darüber rausfinden wollt. Infos dazu habe ich hier auf der Infokarte, die hier mit diesem Ausrufezeichen angezeigt wird, für euch vermerkt. Ja, und jetzt geht es um die Verlosung. In diesem Monat verlose ich eine schriftliche Partneranalyse, also wie ihr zu jemandem passt, den ihr mögt, und die bekommt ihr dann als PDF. Und wenn ihr die haben wollt und an der Verlosung teilnehmen wollt, dann abonniert doch bitte meinen Kanal und hinterlasst mir einen netten Kommentar. Und unter allen Abonnenten, die mir was Schönes gepostet haben, verlose ich dann eben diese Partneranalyse. Und dann gibt es natürlich noch wie immer die Möglichkeit, bei mir eine Beratung zu buchen. Da könnt ihr jetzt über meine neue Webseite direkt drauf gehen, euch was Schönes aussuchen, was ihr haben möchtet, direkt auch buchen. Und dann melde ich mich bei euch, dass wir einen Termin vereinbaren. Damit verabschiede ich mich von euch und wünsche euch noch alles Gute mit den Sternen.